I'll be back, my friend. Your will is strong, spirit guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come! Ja, das fängt schon richtig gut an. Ich will dich einfach nicht mehr. Sagt alle Termine ab, das kann länger dauern. Diese Fähigkeiten kommen mir sehr bekannt vor gerade. Ach du Scheiße. Die haben sich auch gedacht, boah, ich hasse... boah. Hauen wir nochmal im Endkampf auf die Kacke. Obwohl, ich habe befürchtet, dass man alle vorherigen Bosse nochmal besiegen muss, bevor man ihn nochmal, also ihn dann angreift. Das war meine eigentliche Befürchtung. Gar nichts. Was ein lächerlicher Kack. Und jetzt wollen sie mich im letzten Kampf in den Nahkampf zwingen, ne? Nee, der wehrt auch Nahkampf ab. Ich muss warten, bis er was Größeres castet.
Ah, okay, damit komme ich an ihn ran. Wieder so ein Scherzchen, was der hier auflegt. Heißt das, dass nur ein Healspot ist hier? Ja, ich glaube schon. Ah ne, es sind zwei Healspots. Ich habe den anderen nicht mehr gesehen. Nee, weiter sein. Du kannst nicht auf meinen Schoß. Oh, das kann ja nicht wahr sein. Ohne Schwitz. Oh, ist mein Hund beleidigt weggegangen. Weil ich ihn nicht auf den Schoß nehmen wollte.
Ich hab den Kopf geschossen. Wenn du dich entscheidest, das Schild zu benutzen, ne? Bei der Schlagreihenfolge bist du tot. Also tot nicht, aber du verlierst einfach so viel HP, weil du kommst nicht mehr weg, weil du zu nah am Rand stehst. Sobald der Eimer an dir dran kam. Ich hasse es, ey. Ja, das war jetzt ein bisschen viel vielleicht geaimt, oder? Der dreht wieder nach. Der dreht dem Kampf wieder nach. Du musst einfach im richtigen Zeitfenster drücken. Und dann auch in die richtige Richtung. Ey, der ist nicht zurückgegangen. Obwohl ich den weggeschleudert habe leicht. Ja, warum weiche ich überhaupt aus? Das ist doch eh Unsinn. Erzähl doch nicht. Ja, natürlich. Nachdem ich Schildsprint gemacht habe, ne? Trifft er mich. Weil hat einfach den schlimmsten Nach-Aimbot. Ja, schick doch einfach mal 10 mehr los als vorher. Und das Schlimme ist noch, der wird da auch eine zweite Phase haben, wo der einfach nur voll abgeht gleich.
Da ist ja noch Aufwärmphase. Am liebsten einfach nur liegen bleiben. Vor allem alles andere ist okay, ne? Aber dieser Flammenschlag, der Vierfache oder Dreifache, was er macht, ist halt einfach scheiße. Alle anderen Angriffe sind zu meistern. Alter, ich stehe vor. Ich glaube, wird einfach Zeit fürs Bett. Oder das. Siehst du das? Er dreht sich einfach instant um 180 Grad wieder rum und trifft einen. Und das geht halt nicht. Also wenn du versuchst, irgendwo an Souls-like ein bisschen ranzukommen, auch wenn es hier keine Ausdauer gibt, kannst du nicht machen, dass der Boss sich super schnell dir hinterher dreht. Weil das halt Moves sind, die unmöglich sind. Die kannst du auch nicht machen. Mit den Raketen hier. Manchmal pimmeln die einen ab, ey. Und verfehlen nicht alle oder plötzlich sind die einfach wie Homing Missiles und machen dich total nieder. Brauch mal kurz Ablenkung. Was hier gerade? Warum dreht der Fall sich denn plötzlich nochmal komplett und trifft mir den Arsch kaputt? So total ohne Sinn und Verstand plötzlich.
Na komm! Zeit, deine Seele zu reinigen, Pimmel. Es funktioniert nicht. Na super. Phase 2. Together, the rot are quite powerful. But I have faced them once before. Seht ihr, das ist nämlich das Mistvieh. Also bzw. nicht das Mistvieh. You know ha, ich wusste es. Ich wusste, ihr habt die Story vorausgesehen. Let me show you their true nature. Ein Anführer geht allein.